mal, wir haben neue Dekorationen. Hallo. Ja. Boah, was ist denn hier los? Immer noch nichts Neues. Hey, vielleicht muss ich den schlagen, dass der was Neues anbietet. Nö. Hey, kann man die auch züchten? Kann man denen was zu essen geben oder so? Handeln. Wenn ich ein Brot in der Hand habe, nee, dann handelt er auch nicht. Aber falls ihr wisst, es wird auch ein Theo 15 Bugfix kommen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch nicht alles so korrekt ist mit den Dorfbewohnern. Falls ihr da was wisst, könnt ihr das ja mal in die Comments schreiben. Hey, auf meine Tür zu boxen, nee. Box lieber gegen Palmen wie der Karate-Tiger. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja einfach mal posten. Wie gesagt, es wäre mir ja eh mal lieb, wenn da ein bisschen mehr Aktivität in den Comments wäre. Das würde ich super geil finden. Super Knorke, liebe Freunde. Und, ja, das wäre jetzt ein guter Punkt anzufangen. Wenn ihr da wisst, wie das mit den Dorfbewohnern hier läuft. Das würde mir dann auch sehr helfen. Nämlich, da bräuchte ich nicht in Minecraft-WG nachzugucken. Alter, wie viele Creeper hier unterwegs sind. Ja, ich will unsere Dekoration aber da oben stehen lassen. Muss aufpassen, da sind mal zu viele Creeper in der Umgebung gewesen. Im näheren Kampfgebiet. Schweinchen! Was geht mit dir? Och, sieht doch super aus. Also, ich find's klasse. Klasse! Klasse. So, jetzt könnten wir eigentlich noch ein bisschen Deko machen. Warte mal, gerade wenn wir schon dabei sind, wo ist es hier? Knochenmehl. Da können wir nämlich hier gerade ein bisschen auf den Boden streuen, dass da noch ein paar Grasbüschelchen sind und so. Ach, guckt. Ja, vor allem draußen wäre das eigentlich sinnvoll, ne? Aber ja, egal. Machen wir überall mal ein bisschen hin. Wir haben vier Ställe, das heißt, hier machen wir nichts rein. Wie viel haben wir noch? Vier. Okay, dann machen wir die vier alle draußen. Schalalala. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, dass das Super Sunday Special gestartet ist. Sollten wir hier auch Grasbüschel reinmachen? Nee, eigentlich brauchen die Hühnchen gar keins. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil die haben das nicht gerne. Sage ich jetzt einfach mal so. Das Super Sunday Special ist gestartet. Mit Dark Souls 2, paar Bossfights, mit guten Tipps und so ein Kram. Das Super Sunday Special wird nicht unbedingt jeden Sonntag kommen, aber ich werde versuchen, doch jeden Sonntag was hinzubekommen. Und das ist auch so ein Ding, wo ihr kommentieren könnt, weil ich verschiedene Themen ansprechen will, verschiedene Spiele spielen, vielleicht auch mal die Spiele einfach nur im Hintergrund laufen lassen. Und einfach was über mich erzählen oder sonst was oder über Gott und die Welt, was weiß ich. Ihr könnt da wirklich euch dran beteiligen. Was so eine Art Community-Ding ist. Das war auch ein super Sunday-Special, auch vielleicht mal zusammen einfach Minecraft zocken, so einen Tag oder so. Besteht die Möglichkeit auch. Ja, wie hatten wir das Dach geplant? Ah ja, okay. Ich glaube, jetzt machen wir uns doch mal an das Dach ran. Dass wir das Ding mal zukriegen. Ja, wie gesagt, Super Sunday Special soll ein Community-Ding werden, wo wir verschiedene Sachen auch zusammen machen können, wenn da Interesse besteht. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr auch keinen Bock drauf. Ja, da wäre es auch cool, wenn ihr euch dazu mal äußert. Da werden verschiedene Themengebiete und Dinge einfach stattfinden in diesem. Ja, in dieser Playlist. Und ihr dürft da eben mitentscheiden, was da rankommt, was da passiert. Ja, okay. Wir brauchen noch Lichtenholz. Haben wir da hoffentlich noch genug? Das könnte knapp werden eigentlich, wenn ich das so recht betrachte. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, wir brauchen, das Dach wird doch schon größer, weil der ja kein, nicht gerade ein kleiner Stall. Ja, komm. Können wir nicht alles aufnehmen? Okay, ja, egal. Wir machen das jetzt eh alles zu Stufen zunächst mal. Stufen? Stufen. Wo seid ihr? Ah, hier.
Sehr schön. Zwei schon vorbei, oder? Oh, wir machen jetzt einfach mal alles eiskalt zu Stufen. Ach so, jetzt habe ich das normale Holz abgelegt. Das war eigentlich eher unproduktiv, weil das brauchen wir ja auch noch für die Zwischenetagen. Dann machen wir hier mal die Erde ein bisschen weg. Da haben wir nämlich noch mal mehr als genug dabei. Ah, diese Stufen hier werden schon auf jeden Fall mal nicht. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Sprach der Spooky. Aber wir haben ja noch Holz, wie eine Sau. Da hauen wir einfach noch ein bisschen Holz raus. Und machen dafür Stufen. So, Dacharbeiten. Eigentlich hasse ich sie ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Aber es müsste auch getan werden und ich will das natürlich auch dann recht ordentlich machen. Weil alles andere wäre ja Blödsinn, wenn man sich Arbeit macht. Mit dem Mist, mit dem Dach. Und das dann nicht ordentlich macht, dann braucht man es auch gar nicht so machen. Kann ich auch einfach ein Flachdach drauf kacken. ja. Na, nee, wenn, dann machen wir das ordentlich. Dass wir im Nachhinein das Ganze betrachten können und sagen, hey, guck mal, das sieht ja doch eigentlich ziemlich geil aus. Hoffe ich natürlich dann auch, dass es so ist. Das ist immer die zweite Geschichte an der Sache. Also ich glaube, wir fangen von oben an. Da unten können wir ja diese. Ja, da könnten wir ja von unten machen. Ja, das ist heute auch noch so mein Ziel. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen Holz hacken müssen, aber das würde ich gerne noch fertig machen, das Dach soweit. Und das Dach wird auf jeden Fall anders sein wie das hier, weil nämlich, wenn wir es so machen wie das hier, dann kriegen wir ein extrem spitzes Dach, was ja nicht unbedingt so geil ist. Jo, so, ne? Das hier ist immer. Ja, danke. Ja, das geht ja jetzt auch noch. Verdammte Scheiße. Alter. Das ist ja noch schlimmer als vorher. Na, wie kriege ich das jetzt? Das ist normal. Ah, geht doch. Oh mein Gott, Spooky, der Dachdecker. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich unten tot. Nee. Ich hasse Dächer. Da fällt mir doch das Dach auf den Kopf. Leute. Meine Güte. Was mache ich denn? Ich glaube, wir werden nie fertig. Ich wollte eigentlich noch fertig werden, diese Aufnahmereihe. Und dann gucken wir, dass wir dann auch hier mal alles so ein bisschen mit Wegen ein bisschen hier ausbauen noch. Weil so langsam sollte das Dorf doch mal ein bisschen größer werden. Wir haben schon, gottverdammte, 200, was weiß ich, 80 Folgen fast. Und ja, stehen eigentlich recht wenige Gebäude da. Wir haben natürlich viel erkundet, viel Mist gebaut. Und ja, das ist ja auch schon die zweite Welt, weil die erste haben wir ja dann doch abgebrochen, weil da gar keine Neuerungen mehr drin waren. Gut, das gleiche Problem haben wir jetzt zwar auch. Aber, Alter, wir haben hier ein halbes Deck gerade schon verbraucht. Aber so ziemlich genau mit dem einen, wo runtergefallen ist, weil das habe ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, guck mal, wenn man weiß, wie es geht, geht's. Ich darf nur nicht so früh hier alles loben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, geht doch. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Das kann ich so, glaube ich, schon mal sagen. Also, was heißt, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Das definitiv nicht reichen. Wenn das reicht, dann springe ich sofort aus dem Fenster hier. Mit Anlauf. Mache ich aber vorher die Facecam an. Oh Gott. Jetzt fängt das wieder an. Ich sag doch, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Alter Schwede. Hier hin. Ey. Jetzt könnte ich ja eigentlich. Ja, komm, scheiß drauf, machen wir nachher. Haha. Bin ich auf den Kopf gefallen hier. Ah, warte mal, wie war denn das jetzt? Da müssten wir ja eigentlich. Oh, nicht runterspringen. Eigentlich jetzt hier ein braunes hinsitzen, oder? Wir wollen ja nicht diese ganze. Diese sture.
Braune haben wir natürlich sehr viele. Wir haben gar kein Fichtenholz mehr. Eigentlich Fichtenholz. Oder war das Eichenholz, was wir hier unten dran haben? Bin mir gar nicht so sicher. Nee, das ist. Ist das Fichten? Oh, man erkennt's nicht. Komm, ey. Ich guck. Ich geh gucken. Leute, ich geh gucken. Ist jetzt egal. Ja, das ist ja noch. Sprung jetzt nicht. Das ist, Fichtenholz, oder? Ja. Okay, dann gehen wir uns einfach jetzt noch ein bisschen Fichtenholz sammeln. Da brauchen wir ja eigentlich dann nicht so viel. Na doch, brauchen wir schon. Wir brauchen eh noch Fichtenholz, fällt mir gerade ein. Dann würde ich aber sagen, dann gehen wir zunächst mal schlafen. Schlafenszeit. Hallo Schwein, gehst du auch schlafen? So viel zu, sie lassen mehr Holz. Ach, Holz, ja. Oh Mann, ich hab's aber heute wirklich. Kann das sein, dass das gemeint ist, dass es ein bisschen tricky übersetzt ist, dass es eigentlich heißt, dass Schweine eher Schweinefleisch droppen, anstatt mehr Schweinefleisch. Mehr Schweinchenfleisch. Delikatesse in Chile, glaube ich, gell? Chile war es. Bin ich mir gar nicht so sicher. Und in der Tat, die züchten eigentlich Meerwutzschweine, Meerschweine, um sie zu essen. Naja, jedem das seine. Ich glaube, ich könnte so ein Ding niemals verputzen. Wenn ich denke, dass es mal so ein kleiner, etwas größerer Hamster ist. Nee, nee, könnte ich nicht essen. Da esse ich lieber ein ganzes Schwein, da ist auch mehr dran. Also vom ganzen Schwein, ganzes Schwein essen, das würde ich wahrscheinlich auch nicht ganz schaffen, wenn wir schon ganz dabei sind. Achso. Ich dachte schon, du kannst dich beamen. Mann! Könnt ihr euch mal bitte vermehren? Ihr Zwitter. Gibt's überhaupt weibliche Dorfbewohner jetzt mittlerweile oder? Oder gab's die überhaupt jemals? Kein Plan. Könnt ihr auch mal in die Comments schreiben. Wäre doch auch mal ein Anfang, liebe Freunde. Schreibt's in die Comments. La 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 la. Was wollte ich machen? Achso. Ich bin heute irgendwie so aufgedreht und. Ey, Mann. Ich kann mich eigentlich. Hab null Konzentration. Null. 0,00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